allen danken dafür, dass ihr trotz der Kälte und trotz des Schnees so zahlreich erschienen seid. Denn es ist sehr wichtig, dass wir zahlreich erscheinen und zahlreich den Kampf vom Netz auf die Straße tragen und zahlreich unsere Grundrechte verteidigen. Mein Name ist Tristan Ammerer und ich spreche heute zu euch als besorgter, betroffener und vor allem als empörter Mitbürger. Denn es empört mich, wie unsere sogenannten Vertreter über unsere Köpfe hinweg, ohne Rücksicht auf unsere Rechte, im Namen des Profits, Gesetze gegen uns entscheiden. ACTA! In den letzten Jahren ist viel zu diesem Gesetz geschehen. Die EU-Kommission verhandelt bereits seit 2008 mit Großkonzernen über ACTA. Über 30 Staaten sind beteiligt. Aber warum haben wir bis kurz vor kurzem noch nichts davon gehört? Weil es hinter unserem Rücken verhandelt wurde. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelten Vertreter unserer Regierungen mit Vertretern der größten Konzerne der Welt. Ohne das Wissen der Öffentlichkeit wurden schwerste Eingriffe in unsere Grundrechte beschlossen. Die Politik kann verleugnen, so viel sie will. Wir wissen es besser. ACTA lässt zum Beispiel Internetprovider für die Missdaten ihrer Kunden haften. ACTA lässt so, verpflichtet die Provider dazu, alles über uns aufzuzeichnen und zu überprüfen. Ich frage, ist das kein Eingriff in unsere Grundrechte? Sonst, noch nie in der Geschichte unserer modernen Republik, gab es einen so schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre unserer Bürger und Bürgerinnen. Dieser Eingriff wurde zudem ohne unser Wissen beschlossen und ausgehandelt. Ich frage weiter, was ist das für eine Demokratie, in der unsere gewählten Vertreter Maßnahmen gegen ihr Volk beschließen? Auf Nachfrage der Medien herrscht in allen Ministerien Ratlosigkeit. Anscheinend hat sich keiner das genau durchgelesen und keiner hat genau wirklich Ahnung, wer zuständig ist oder was da überhaupt drinnen steht. Wir sind zutiefst schockiert über die Einfältigkeit, mit der unsere Regierung unsere Bürgerrechte handhabt, ohne dass sich auch nur irgendwer dafür zuständig fühlt. Und wir fordern eine offizielle Stellungnahme unserer Regierungsparteien und einen Grund, warum sie dieses Abkommen unterschrieben haben. Wir fordern weiter einen sofortigen Stopp des Ratifizierungsprozesses. Unsere Regierung muss aus dem ACTA-Abkommen austreten. Alles andere ist für uns völlig unakzeptierbar. Nach Polen, Tschechien, der Slowakei, Lettland und gestern auch Deutschland haben diese Mitgliedstaaten der EU ihren Ausstieg aus ACTA erklärt. Wir fordern, dass Österreich sich diesen Staaten anschließt und aus ACTA austritt. Und das ist noch nicht alles. Wir fordern ab sofort die volle Transparenz in allen Regierungsentscheidungen. Es ist völlig inakzeptabel, dass es überhaupt möglich ist, ein Gesetz wie ACTA gegen die eigene Bevölkerung zu beschließen, ohne diese in Kenntnis zu setzen. Und ich frage wieder, was ist das für eine Regierung, die so etwas zulässt? Wozu haben wir sie bitte gewählt? Etwa um unsere Rechte zu beschneiden? Eine Regierung, die so ein Gesetz zulässt, bloß weil das eine kleine Gruppe fordert, kann gleich zurücktreten, war einer der Leitsprüche der polnischen Proteste. Wir schließen uns dem an, denn eine Regierung, die so etwas zulässt, erfüllt nicht mehr ihren Zweck. Wir sind heute hier, um unseren sogenannten Vertretern wieder in Erinnerung zu rufen, wozu sie da sind. Liebe Freunde, wir lassen uns nicht einschüchtern und erst recht nicht entmutigen. Wir werden weiter protestieren, bis Österreich aus dem ACTA-Abkommen austritt. Wir werden so lange protestieren. Wir sind weiter zu keinerlei Kompromissen bereit. Solange ACTA nicht ad ACTA gelegt ist, werden wir weiter protestieren. Wir lassen uns unsere Rechte nicht nehmen. Vielen Dank für Ihr Zuhören.
fett. Auf jeden Fall. Das ist top. Cool.